Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich stelle euch in diesem Video endlich meinen neuen Sättel von Stimmen vor. Ihr werdet sie schon mal gesehen haben. In Vlogs habe ich auch immer mal schon was erwähnt und so ein bisschen einen Einblick gezeigt. Genauso auf Instagram habt ihr sie schon gesehen. Aber ich habe euch natürlich bei dem Satteltermin mitgenommen, wo sie dann ausgeliefert wurden, wo sie nochmal genau ans Pferd angepasst wurden und werde euch das natürlich alles zeigen und auch noch so ein bisschen was dazu erzählen. Wenn jetzt schon so ein paar Wochen vergangen sind, kann ich ja auch schon so ein kleines Resümee ziehen und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Falls ihr die vorangegangenen Sattelvideos verpasst haben solltet, könnt ihr da gerne nochmal reinschauen. Da habe ich das ganze Ausmessen zum Beispiel gezeigt, die Konfiguration der Sättel mitgenommen und auch das Probereiten von mehreren Modellen für euch mit festgehalten mit verschiedenen Pferden. Also könnt ihr da einmal nachschauen, wenn euch die ganze Geschichte dahinter noch so ein bisschen interessiert. Jetzt geht es wirklich um die fertigen Sättel, aber ja, fangen wir einmal damit an. Zu Numpi muss ich dazu sagen, er war jetzt die letzten Monate leider verletzt. Das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn ihr uns verfolgt. Und deswegen hat er sehr viel Boxenruhe gehabt, hat aber auch jetzt schon so ein ganz kleines bisschen wieder antrainieren können, bevor jetzt die Katrin zu uns kam mit den neuen Sätteln. Aber im Grunde stand er jetzt mehrere Monate und hat wirklich ganz leicht wieder angefangen, ganz moderat, erstmal kontrollierte Bewegungen. Also er stand jetzt nicht voll im Training. Aber es war super interessant, denn ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das alles auch aufgenommen hatte vor Ort. Ich glaube aber, denn seine Rückenlinie hat sich in der Zeit sehr stark verändert. Es ist natürlich klar, dass sich Muskeln sehr langsam aufbauen, aber dann auch sehr schnell wieder abbauen, wenn dann eben so ein Trainingsausfall ist. Aber bei Lumpy war das tatsächlich eine positive Entwicklung, die wir feststellen konnten. Zu der ganzen Sattelvorgeschichte werde ich jetzt nicht nochmal gesondert drauf eingehen. Da könnt ihr die vorangegangenen Videos gerne schauen, wenn euch das näher interessiert. Ich werde jetzt nur auf den Ist-Zustand eingehen. Und zwar hat sich Lumpis Rückenlinie deutlich verbessert. Er war ja ziemlich schief in der Rückenlinie, in der Sattellage. Und durch diese Zwangspause hat sich das sehr, sehr stark verbessert. Also er ist immer noch so minimal rechts, bisschen steiler, aber deutlich, deutlich weniger. Und das hat das ganze Sattelanpassen und so natürlich viel, viel einfacher gemacht. Das hätten wir nie gedacht. Da war Katrin sehr überrascht von. Okay. Hier ist halt auch viel passiert. Ne? Kannst du dich noch erinnern mit dem vorherigen Sattel? Hatte der rechts und links so eine richtig fiese Verspannung. Ja. Und das ist viel weicher und er lässt auch hier direkt wieder locker. Ne? Ja. Oh, ja. Bei Lumpi müssen wir eher hinten noch mal so ein klein bisschen Höhe kriegen. Gar nicht viel, aber eben nicht so deutlich wie bei Pippi, wo wir wirklich schon von Anfang an gesehen haben, er rutscht uns vorne so ein bisschen zu tief. Ist es bei ihm eher so, dass wir den Schwerpunkt so einen kleinen Hauch anheben müssen. Aber vom ersten Draufliegen her ist er bei ihm zumindest vorne schon ganz anders. Ne? Ja, aber guck mal, das ist ja kein viel gerader. Das ist ja gar kein Vergleich mehr. Krass. Weißt du noch, der Testsattel, der ist ja, der so hing richtig, ja richtig. Schau, der war weg, ne? Sehr gut. Also zumindest dafür war vielleicht die Krankenpause gut, dass das von hinten vom Rücken her wieder schön gerade wird. Ne? Das ist, finde ich, auch was er lange nicht macht, dass er sich ab den Widerriss fallen lässt. Ne? Er streckt nicht nur den Kopf runter, sondern du merkst wirklich auch hinten am Bein, wie er sich vorne über den Rumpf locker macht. Ja, sehr schön. Und jetzt rechte Hand sieht man auch überhaupt nichts von der Schiefe. Rechte Hand sieht man von der Schiefe gar nichts. Nee. Ne, linke Hand ein bisschen, aber kein Vergleich. Oh.
Und das ist ja auch eigentlich so das Ziel, ne? Dass der Gurt wirklich dran ist, aber ihm nicht festknallt. Ja. Mega. Bei Lumpy haben wir uns hier für das Modell Phoenix Elite von Stübben entschieden und das ist unfassbar bequem. Also alle Sättel, die ich jetzt neu habe, sind seit Tag 1, seitdem ich das erste Mal drauf saß, so unfassbar bequem und geben mir ein richtig, richtig gutes Sitzgefühl. Ich gehe immer mit so einem ganz sicheren Gefühl ran. Also man fühlt sich so gut aufgehoben, aber nicht festgebettet, wenn man versteht, was ich meine. Also dieser Phoenix Elite, das ist einfach das perfekte Modell auch für mich. Das ist natürlich auch wichtig, aber A und O ist, dass es dem Pferd gut passt und dann war ich natürlich umso glücklicher, dass es auch noch für mich so eine tolle Möglichkeit ist, mir einen sehr, sehr guten Sattel mit zusammenzustellen. Aber jetzt werde ich euch erstmal so ein paar Eindrücke von dem Sattel einblenden. Eigentlich gibt es hier gar nicht so viel zusätzlich noch zu sagen. Ihr seht, hier habe ich mich ja für das Carbon bei Lumpy entschieden. Und nur so ganz kleine, schöne Glitzerdetails hier an den Strupfen für die Steigbügel. Aber ansonsten spricht das Modell eigentlich für sich. Ihr seht, es ist relativ flacher Sitz. Ich komme mit diesem Modell so gut zurecht. Also wirklich absolut Traum zu sitzen. Es ist so bequem. Es gibt durch die Pauschen hier vorne und auch hier hinten genau den richtigen Halt, ohne einen einzuklemmen. Also die sind ja jetzt nicht groß, aber die sind von der Lage her perfekt für mein Bein, perfekt geeignet für einen sehr guten Sitz für mich. Und besser geht's nicht. Also ich bin sehr happy, dass ich das Modell auf beide Pferde nehmen konnte. Aber in Braun. Und ich muss ja gestehen, das ist so insgeheim so ein bisschen mein Favorite-Sattel, weil es ist so ein wunderschönes Braun. Das ist nicht zu hell, nicht zu dunkel, ist auch nicht zu rotstichig oder orange. Das ist einfach perfekt. Und für Lumpy war es aber von Anfang an klar, dass es ein schwarzer Sattel wird, weil ich finde, auf ihn passt kein brauner Sattel. Aber da waren wir uns eigentlich auch schnell einig. Aber bei Pippi habe ich gedacht, okay, ich hatte schon so viele Jahre keinen braunen Sattel mehr. Da bin ich jetzt mal mutig und entscheide mich dafür. Aber vor allem auch deswegen, weil ihr Stübben auch alles an Zubehör direkt mit anbietet. Also Trense, Gurt, Vorderzeug und alles, dass alles in einem einheitlichen Braun ist. Weil das ist mir dann bei Braun sehr, sehr wichtig. Bei Schwarz natürlich deutlich einfacher, da passendes Equipment zu finden. Aber das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr die alten Sattelvideos gesehen habt, sowieso schon alles. Aber auch von dem Sattel blende ich euch so ein paar Eindrücke jetzt mit ein. Und ihr könnt ja mal sagen, welchen Sattel von Lumpy oder von Pippi ihr persönlich besser findet. Pippi hat das gleiche Modell, also ist auch das Phoenix Elite Modell. Und das ist einfach, ja, das ist wie nach Hause kommen für mich, wenn ich da drauf sitze. Das ist, was Besseres gibt's nicht. Und das kann ich auch von den Mädels mit behaupten, weil die finden die Sattel nämlich auch richtig toll. Wir haben jetzt Pippis Sattel einmal schon mal aufgelegt. Wir müssen jetzt aber noch ein bisschen ans Feintuning. Das heißt, der Sattel wird jetzt vor Ort ganz genau ans Pferd angepolstert. Dafür bereite ich mir diese Bahnen hier vor, um gleich einfach schön das Material da einzubringen, wo wir es jetzt brauchen. Ich hier einmal nochmal einen Füllschlitz rein. Man sich auch erstmal trauen. Ja. Das ist nur bei den ersten Malen komisch. Und weil die Leute halt immer sagen, oh Gott, mein Sattel. Ja gut, aber klar, man muss ja auch rankommen. Genau, und hier hinten haben wir einen fest installierten Füllschlitz, aber ich möchte jetzt gerade bei Pippi hier vorne viel Wolle einbringen. Das heißt, ich gehe einen kürzeren Weg, um auch einfach zu vermeiden, dass es hinten so aufstaut dann. Erstens, dass es sich aufstaut, zweitens ist ja schon Wolle drin. Das heißt, ja, ich müsste immer die neue Wolle an der alten Wolle vorbeischieben und ja, da ist einfach die Gefahr sehr groß, dass dann eher mal ein Knoten entsteht, weil man einfach viel mehr Kraft braucht. Und so ist der Weg direkter und ich kann viel genauer an die Stelle ran, an die ich ran muss. Aber das ist jetzt einfach nur so eine
Werkspolsterung, sagen wir dazu, damit die schon mal so grundgefüllt sind. Und jetzt geht es eben ans Feintuning. So, jetzt haben wir hier oben einmal den Abheftstich aufgemacht, damit wir hier in dem Bereich mehr Polsterwolle einbringen können. Und man sieht den Unterschied von rechts zu links schon sehr, sehr deutlich. So soll es am Ende aussehen. Und hier müssen wir das auf der Seite nochmal einbringen. Und jetzt sieht man schon, dass wir hier oben einfach deutlich mehr Platz haben. Das war vorher eben so ein bisschen kritisch, als es hier so schmal war. Und jetzt ist es voluminöser und wir haben hier oben rechts und links mehr Platz. Und damit ist auch der Schwerpunkt des Reiters wieder idealer. Ne? Vorher war er einfach so ein bisschen zu weit vorne. Ja. Und jetzt sitzt du genau da, wo du sitzen sollst. Jetzt auch so nur diese kurze Seite Zeit zum Aufnehmen und die ist wieder komplett bei dir, ne? Und zu guter Letzt ist ja noch ein Dressursattel mit eingezogen. Das ist das Modell Aramis Grand Prix 2, heißt es, glaube ich. Der ist ja hauptsächlich für Rusty gedacht, wird aber auch auf anderen Pferden mit zum Einsatz kommen. Es ist ein unfassbar bequemer Sattel, der genauso ergibt den richtigen Halt, aber klemmt einen nicht fest. Aber da gibt es so ein paar Besonderheiten an dem Sattel und wie ich mir das konfiguriert habe, auch noch so ein bisschen besonders. Das werde ich euch jetzt zeigen. Dann wisst ihr wahrscheinlich noch, dass ich mich beim Dressursattel hier für Klettpauschen entschieden habe. Und das hat sich jetzt auch schon einmal ausgezahlt, denn das sind jetzt die kleineren, die ich dran gemacht habe. Die größeren waren mir einfach zu massiv und so kann ich eben erstens in der Größe variieren und zweitens kann ich sie mir auch umkletten, wie es mir am besten passt und wie ich vom Bein her am besten zurechtkomme. Und hier vorne sieht man eigentlich auch schon direkt nochmal die Besonderheit des Sattels. Es ist so weit zurückgeschnitten hier im Schulterbereich, dass halt hier extra viel Schulterfreiheit entsteht. Und das tut den Pferden richtig, richtig gut. Und das hier ist ja das Magic Tag System. Das heißt, man kann das auch rausnehmen und durch ein anderes Band ersetzen. Je nachdem, ob man da eben farblich irgendwie was anpassen möchte. Aber ich dachte halt weiß. Und dieses einfach klare von den Steinen ist einfach perfekt, ist klassisch, passt einfach zu allem. Und dann habe ich mich ja hier für dieses Leder entschieden. Ich kann euch gar nicht so genau sagen, wie ich das beschreiben würde. Aber irgendwie möchte es sich nicht richtig scharf stellen. Hier seht ihr es jetzt noch einmal. Also auch in diesem schönen klassischen Schwarz mit eben den hellen Nähten und den hellen, klaren Steinen abgesetzt. Kommt das halt nochmal richtig gut raus, finde ich. So schlicht, edel, trotzdem was Besonderes. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar keine Aufnahmen vom Sattelprobereiten von Rusty habe. Das ist jetzt ziemlich blöd für euch. Das tut mir leid, weil das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen und ich drehe das Video heute und morgen seht ihr es schon. Also kann ich das jetzt leider auch nicht nochmal schnell nachholen, da was zu drehen. Aber ihr habt auf Instagram und ich glaube auch auf YouTube hier in dem Vlog schon mal so einen kurzen Ausschnitt gesehen, wo ich den neuen Sattel drauf hatte und es war wirklich sehr, sehr gut. Aber werdet ihr noch weitere Reizszenen auf jeden Fall bekommen. Bei Püppi hatte ich ihn auch schon mal in Videos drauf, also kennt ihr auf jeden Fall schon im Einsatz. So ein kleines Fazit kann ich ja jetzt auch schon ziehen. Ich bin die Sattel jetzt schon einige Wochen geritten, jetzt nicht jeden Tag geritten. Sowieso gebe ich auch Lumpi und Püppi an die Mädels immer mal ab. Und da können die von den Pferden lernen und dann von mir Unterricht mit den beiden bekommen.
Aber das zeigt mir auch, dass nicht nur ich mich mit den Sätteln super wohl fühle, sondern auch die Mädels sehr, sehr glücklich mit den Sätteln sind. Auch die haben da ein unglaublich gutes Sitzgefühl drin und die Pferde laufen super zufrieden. Also die sind einfach, ja, einfach glücklich. Glücklich zufrieden, weil alles passt, alles perfekt für sie angepasst wurde vor Ort. Das ist mir halt auch immer sehr, sehr wichtig gewesen. Das hatte ich aber in den vorangegangenen Videos auch schon erwähnt, dass ich dieses vor Ort an das Pferd anpassen sehr, sehr wichtig finde, was nicht bei allen Sattelmarken gegeben ist, dass es möglich ist. Und das finde ich eben ganz toll. Und das merkt man. Also jetzt demnächst, so die nächsten Wochen, so Dezember, vielleicht auch Anfang Januar, wird dann nochmal das Stimmenteam vorbeikommen und die Sattel nochmal anschauen. Das ist ja immer so, dass man die erstmal ein bisschen einreiten muss. Dann gewöhnen sich die Sättel, sage ich jetzt mal ganz salopp, an den Pferdekörper und passen sich da selbst noch so ein bisschen an. Und dann wird geschaut, wie hat sich das jetzt in der Zeit entwickelt, wo muss man nochmal nachpolstern, wie polstert man was. Und genau, das wird jetzt noch anstehen. Und natürlich ist es sowieso wichtig, regelmäßig die Sättel auch kontrollieren zu lassen und da immer wieder drauf zu achten, wenn man zum Beispiel eben Trainingspausen verletzungsbedingt hat oder dann die Pferde wieder antrainiert, dass sich die Körper der Pferde auch ganz schnell, ganz stark entwickeln können, in welche Richtung auch immer. Und dass man dann natürlich auch Anpassungen vornehmen sollte. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, 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 sehr happy. Ich hoffe, euch haben die Einblicke auch gefallen. Das ist wirklich für mich jetzt auch sehr spannend gewesen, 3 neue Sättel anzupassen mit Katrin vor Ort. Und da selber auch so den Blick zu schulen für alles, weil Katrin das immer sehr, sehr gut erklärt und einem so das Gefühl gibt, dass man eben da auch was mitnimmt. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem vergangenen Video gesagt, aber kann ich nur immer wieder betonen, dass ich dieses Zusammenspiel, sag ich einfach mal, von dem Team und dem Reiter und dem Pferd vor Ort, dieses ganze Probieren, die beste Lösung finden, optimieren, anpassen, total wertschätze und ganz, ganz wichtig finde. Und das überzeugt mich einfach sehr. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns am Samstag zu einem neuen Vlog wieder. Da werdet ihr die Sättel immer wieder in Action sehen jetzt, weil ich auch sehr, sehr happy bin. Ich bin gespannt, wie sie sich dann mit der Zeit auch körperlich entwickeln, die Pferde, mit den perfekten Sätteln jetzt, die für sie angepasst wurden. Und ihr könnt alles quasi live miterleben und mitverfolgen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.